Die Views werden mehr, eure Kommentare werden mehr und auch die Likes werden mehr und auch die Abos werden mehr. Also vielen lieben Dank. Also irgendwas mache ich da richtig und anscheinend gefällt es euch und ich mache auch genauso weiter. Und heute haben wir wieder jede Menge toller und interessanter Kommentare. Tatsache habe ich mit Time Stretching am PC noch nie gearbeitet. Nur am Mac mal mit Logic Pro bei einem Freund. Wieder was gelernt von Bernd. Also das ist so saudumm, das ist so unglaublich dämlich. Ich habe sehr lange drüber lachen müssen. Also vielen Dank fürs Kommentieren. Guck mal, Merch! Du könntest uns eventuell mal was zu Trackbahn erklären. Track Lanes nutze ich in der Tat sehr oft und häufig. Da habe ich so ein kleines Video dazu gemacht, aber ein ausführliches Video dazu könnte nicht schaden, weil man mit diesen Take Lanes tatsächlich geilen Scheiß machen kann. Kommt halt auch immer drauf an, was man erreichen will, finde ich. Klar braucht man kein teures Equipment für gute Mucke. Aber wenn man sich dann dumm und dämlich mischt und es immer noch nicht klingt wie die Referenz, braucht man sich auch nicht wundern. Ahnung solltest du natürlich vom Abmischen an auch haben, weil sonst haben wir dann wieder so ein typisches Layer 8 Problem, wenn das Problem quasi vor dem PC sitzt. Aber das erreichst du auch nur, wenn du dich dran setzt und machst und auch von Fehlern profitierst. Die Leute haben immer so Angst davor, Fehler zu machen. Aber wenn ich euch eins auf den Weg geben darf, Fehler waren bis jetzt immer meine besten Lehrmeister und sind es auch heute noch. Scheut euch nicht davor, Fehler zu machen. Noch mehr Merch! Bei jedem Video von dir erscheint oben links der Hinweis, enthält bezahlte Werbung. Wo ist denn die Werbung? Ja, ich bin mir da oft so unschlüssig. Die Medienanstalten haben hier einen Leitfaden dafür gemacht, wie man und wann man etwas als Werbung kennzeichnen muss. So wie ich das interpretiere, ich mache ja ständig Werbung für Cakewalk, für eine Software eines Herstellers. Und auch wenn diese kostenlos ist und ich kein Geld dafür kriege, werbe ich ja für das Produkt. Und da ich ja keinen Bock auf Abmahnung habe, kann ich das komplette Cakewalk in ein anderes Verzeichnis installieren? Auf C wird es bei mir ein bisschen eng. Ja, klar kannst du das machen. Du kannst bei der Installation erweiterte Installationen auswählen und dann kannst du auch den Pfad, den Installationspfad, wo dein Cakewalk hin soll, auswählen. Ihr könnt die Ordnerposition auch nachträglich ändern unter Einstellungen mit P Ordnerpositionen. Ich habe selbst Plugins sowohl im VST2 als auch im VST3 Format. Was ist denn der Vorteil von VST3 Plugins? Ja, VST3 Plugins sind erstens mal die Weiterentwicklung, die sind auch wesentlich flexibler. Zum Beispiel geht Sidechaining, das heißt, ich kann mit einem zweiten Signal ein anderes durch das Plugin steuern und dazu braucht man Sidechaining und das geht erst seit VST3. Außerdem ist VST3 wesentlich ressourcenschonender und klanglich gibt es überhaupt keine Unterschiede und deswegen bevorzugt Cakewalk auch immer VST3 Plugins. Also wenn ihr beide installiert habt, VST2 und 3, dort Cakewalk automatisch immer die VST3 Version immer. Könntest du mal Theorie machen, wie man sich diese MIDI-Geräte intern vorstellen müsste? Macht das der Chip auf der Soundkarte? Oder was soll das MS MIDI Table in den Geräten? Etwa Software? So ein nettes Blockschaltbild, wie es früher mal gab, wäre nett. Gerne auch lustig animiert. Wo denn der MIDI-Trommler denn nun genau sitzt? Wave ist ja einfacher. Ho, ein Schaltplan. Ich habe sonst keinen Plan und dann soll ich ja nur einen Schaltplan machen. Aber ich kann es ja mal versuchen. Ich gehe mal da in mich und schaue, wie macht man das ein bisschen? Merch! Ich suche seit Tagen nach gebrauchtem Zeug, das damals in Sonar direkte DAW-Integration hatte, wie die A-Pro-Reihe von Roland. Ja, die Sachen von Roland sind ja praktisch, vor allem als damals eben es noch Sonar hieß und zu Roland gehörte. Heute ist da bei Roland nicht mehr so viel Liebe. Andere können relaten, nicht mehr viel Liebe bei Roland. Ja. Bei Roland war das tatsächlich so, da gab es unglaublich coole Hardware, die du direkt in Cakewalk integrieren konntest und dann hat aber irgendwann nach diesem Lifetime-Update seitens Roland kam dann irgendwann, ja, wir werden jetzt Sonar nicht mehr weiterentwickeln, ihr alle habt Pech gehabt, die sich dieses Lifetime-Update für fucking 600 Euro gegönnt haben. Von dem her interessiert es Roland mittlerweile an Scheißdreck, ob da irgendwelche Hardware noch integriert werden kann. Es gibt auch jede Menge andere geile Hardware, die mit Cakewalk läuft. Es muss nicht irgendwas Roland oder direkt mit Cakewalk zusammenarbeiten. Es gibt zum Beispiel den Mackie Controller, den habe ich sogar hier. Das Ding da. Das ist eine komplette DAW-Steuerung und die, obwohl sie nicht von Bandlab oder eben Roland ist, kann ich die komplett integrieren. Und was bei Cakewalk ganz praktisch ist, das ist die ACT, Active Controller Technology. Damit kann ich
jedes Bedienfeld, MIDI-Bedienfeld oder auch USB-Bedienfeld konfigurieren. Im Endeffekt muss ich nur ACT aktivieren, den jeweiligen Regler, den ich steuern möchte, einmal kurz andrehen oder anklicken, dann den Regler bedienen an eurem Bedienfeld, mit dem ich es verknüpfen möchte, und das war's. Sieht man das überhaupt? Endlich habe ich kapiert, dass ASIO for All eigentlich kein ASIO ist. Gut zu wissen. Dann gönne ich mir im Dezember einen Focusrite. Wobei ich glaube, mein Boss ME25 ist an sich auch ein Audio-Interface. Da hast du recht. Das Boss ME25 kann sogar echtes Audio. Ja, und hört auf, ASIO for All zu benutzen. Cakewalk mag es mittlerweile überhaupt nicht, stürzt damit sogar ab oder funktioniert gar nicht. Und im Endeffekt braucht man auch ASIO for All nicht, weil es faked ja nur das. Ich meine, im Endeffekt hast du immer noch einen VDM-Treiber oder einen Wasabi-Treiber und klatscht da ASIO for All drauf. Du hast also nochmal zusätzliche Fehlerquelle, Ursachen, Dings dazu. Nee, macht man nicht. Vor allem das neueste Video mit den Shortcuts. Es ist einfach das hilfreichste Video, das ich kenne. Ich teile auf jeden Fall deine Videos und hoffe, wir kriegen dich auch noch mindestens auf 700 Abos vor Ende des Jahres. Prosit und Stößchen. Ja, ich sag vielen lieben Dank. Wir sind jetzt tatsächlich schon bei über 600 Abos. Ich habe jetzt vor 9 Monaten den Kanal angefangen und ich denke, es läuft sehr gut mit uns. Und wer sich jetzt und du fragst, hey, welches Tastenkürzen-Video? Hier. Bussi aufs Bauchibärli. Und Servus.